Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon. Wir sind jetzt hier schon gleich im nächsten Kampf drinne. Wir spielen heute wieder Blattgrün. Meine Vogel-Pokémon begleiten mich immer. Das ist schön und wir spielen immer wieder Pokémon Blattgrün Nuzlocke Challenge. Und wir werden es auf jeden Fall schaffen, ohne einen weiteren Verlust zu erleiden. Das ist zumindest mein Ziel. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, aber ich bin schon zuversichtlich, dass wir die Nuzlocke Challenge insgesamt erfolgreich bewältigen werden können. Ja, aber wir müssen erstmal schauen, ob das tatsächlich so der Fall ist. Und bis dahin wird es noch etwas dauern. Level 32 gleich zu Beginn für Gary. Und schon über 100 Angriff ist in Ordnung, ne? Ja, gut. Ich habe mich jetzt mittlerweile entschieden, was die Livestreams angeht. Ihr werdet wahrscheinlich auch schon das Infovideo dazu gesehen haben, wenn ich schnell genug war. Ja, die Livestreams finden jetzt wirklich so statt, wie ich sie angekündigt habe. Also um am Freitag und am Samstag jeweils ein Livestream. So von 20.30 Uhr geht's los bis 21.30 Uhr, 22 Uhr. So um den Dreh auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier schon ein paar Mal Dings abbekommen. Ich hoffe, wir treffen. Ja, sehr gut. Wunderbar. Dankeschön, Gary. Ja, da finden die Livestreams statt. Mystery Dungeon, Pokémon Rot, für alle, die es nicht mitbekommen haben, wird am Start sein. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, wie das Ganze laufen wird. Freue mich schon sehr darauf. Ist ja für mich auch was vollkommen anderes im Prinzip, weil es ein Projekt ist, was ich live mache. Und Minecraft war bisher immer sehr, sehr unabhängig. Oder alles, was ich im Prinzip da gezockt habe schon mal. Der erste Livestream war ja noch alles durcheinander und danach kam, glaube ich, nur noch Minecraft. Aber es war nie irgendwie was mit Story oder so. Und von daher bin ich mal sehr gespannt, wie so ein Livestream-Projekt abläuft. Freue mich da wirklich schon richtig doll drauf und ich hoffe natürlich, dass ein paar Leute von euch dabei sein können und dass sich das vielleicht einige auch noch im Nachhinein angucken werden. Ich werde es versuchen, wirklich unterhaltsam zu kommentieren, dass es auch als Let's Play noch durchgehen würde und ich werde auch irgendwie den Chat bestimmt wieder mit einblenden, zumindest versuche ich es, damit ihr wisst, worauf ich eingehe. Ja, das ist so das, was ich mir vorgenommen habe. Leider ist heute schon Donnerstagabend und ich habe nicht mehr so viel Zeit, das vorzubereiten. Aber das wird schon. Irgendwie kriege ich das schon hin. oder, naja. Jedenfalls wird es wahrscheinlich eh wieder 2 Minuten später anfangen. Ich krieg's ja eh nie pünktlich hin. Die Luft ist raus. Ja, ich hoffe doch mal, dass bei den Livestreams die Luft nicht raus ist. Oh, hier ist gar nichts. Okay, dann nicht. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter nach oben. Wir haben immer noch Gary den zweiten oben. Ne? Ich würde jetzt eigentlich sehr, sehr gerne mal in ein Pokémon-Center. Damit auch unsere anderen Pokémon wieder kämpfen können. Ich denke, wir schlagen uns einfach bis nach Fuchsania durch, möglichst ohne Kämpfe, und dann kommen wir einfach hier lang und machen die restlichen Kämpfe. Ich weiß nicht, wo jetzt hier noch Kämpfe auf uns warten. Der Typ auf jeden Fall. Ich weiß nicht, die könnte man... Doch, ich glaube, die kann man auch noch auf jeden Fall ausschalten. Und hier ist Route 14, hier haben wir auch noch kein... Pokémon gefangen! Ah, da dreht er sich um. Meine Vogel-Pokémon sind gut auf Kämpfe vorbereitet. Na, das ist hier schön für dich. Aber wir hätten es fast an ihm vorbeigeschafft, ey. Oh, guckt er auch noch richtig. Guckt er auch noch perfekt in die falsche Richtung. Und dann dreht er sich einfach um. Na, richtig, richtig doof gelaufen für uns. Jetzt müssen wir halt nochmal kämpfen. Wie oft haben wir Geheimpower noch zur Verfügung? 9 Mal. Okay, das reicht auf jeden Fall nicht mehr für alle Trainer, die noch vor uns liegen. Und ich bin generell mittlerweile der Meinung, dass wir niemals alle Trainer schaffen werden in diesem Part. Weil. Guckt euch an, wie viele Pokémon die jedes Mal haben. Ich meine, okay, das ist schön für unsere Erfahrung, aber... Na, die Zeit. Sie rennt an uns vorbei und wir werden immer älter. Und wir werden das hier nicht mehr bis zum Ende schaffen, wenn es so weitergeht. Weil wir irgendwann alle 80 Jahre alt sind und... Naja. Aber wir nehmen noch so viele Trainer mit uns ins Grab, wie nur möglich. Wobei, theoretisch müssten die Trainer doch auch älter werden. Und da die meisten vielleicht auch schon... älter sind als wir? Wobei, die sind alle jünger wahrscheinlich als wir, ne? Ist schon doof. Ist schon echt doof. Naja, okay. Was machen wir denn nu? Jetzt sterben die doch nicht vor uns. Jetzt müssen wir doch gegen alle kämpfen oder allen ausweichen. Ich meine, gut, wir sind jetzt hier nicht mehr die jüngsten Spieler, ne? Sie waren nicht stark genug. Aber... wir haben dafür schon Lebenserfahrung gesammelt, dass ich das jemals bei einem Pokémon-Spiel sagen würde. Nee. Krass. Ich bin älter als die meisten Personen hier drin. Ich fühle mich... Jetzt fühle ich mich richtig, richtig alt. Jetzt ist echt schlimm. Da unten ist übrigens nochmal ein Doppelkampf. Hier oben können wir lang. Hier ist ein Trainer, weiß ich. Eine Trainerin.
Aber wir können da unten den ganzen ohne Probleme entgehen. Ich weiß auch nicht mehr, wo die Trainerin genau war. Route 15 wäre hier schon. Oh, 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 oh. Oh, da sind nochmal. Da ist nochmal ein Doppelkampf. Oh, hier sind vielleicht. Uiuiuiui, das war knapp. Regentanz gefunden. Yay. Aber wir sind durch. Wir haben es geschafft. Immerhin sind wir in Fuxania City angekommen und mehr habe ich ja auch nicht versprochen im letzten Part, oder? Ich habe nur gesagt, ja, Fuxania City ist unser Ziel. Und wo sind wir? Exakt, Fuxania City. Dass wir 70% aller Trainer ausgelassen haben, können wir ja verheimlichen, ne? Können wir einfach mal unter den Teppich kehren. Ihr habt's gesehen, ja? Ihr habt's mitbekommen? Okay. Mist, dann lässt sich das wahrscheinlich nicht mehr so leicht in den Teppich kehren und wir drehen einfach um und besiegen diese Trainer jetzt der Reihenfolge nach. Und dazu legen wir an Stelle Nummer 1 schon mal unser gutes altes Thales. Ja gut, so alt ist es jetzt auch noch nicht, so lange ist es noch nicht bei uns dabei. Ich würde gerne mal gucken, was wir so für TMs haben, vielleicht haben wir da ja was Schönes für Thales. Brüller, Kugelsaat für Hühner, Frustration, Rücke, Schockfälle, Felsgrab. Aber hat eine nicht allzu genaue Dings, ne? Nicht eine zu sehr große Genauigkeit. Was rede ich hier, Mensch? Lern wieder Deutsch, mein Junge. Aber können wir uns nicht schon Stärke jetzt hier holen? Warst du das? Erst mit den Goldzähnen, ne? Stimmt. Ich erinnere mich, dich verstehen wir ja nicht. Ah, Mist. Das ist echt schade. Stärke wäre jetzt schon richtig, richtig cool gewesen, das zu bekommen. Aber na gut, man kann es nicht jedem recht machen, ne? Ich merke gerade, dass mein... Ah doch, da liegt mein Zettel, okay. Das heißt, ich kann notfalls, falls wir jetzt ein Pokémon begegnen und das fangen, kann ich auch den Namen austeilen. Obwohl die Liste mittlerweile auch immer kürzer wird. Genau, Thales hat mir nach vorne gemacht, hat ihm keine Attacke gelernt, auf geht's. Möchtest du mit meinen Pokémon spielen? Ja, ich weiß nicht, ob mein Relaxo mit deinen Pokémon spielen will. Vielleicht wird sie auch einfach überrollen. Also ich meine... Stell dir vor, dein Knuffenser sitzt gerade neben unserem kleinen Relaxo. Relaxo schläft natürlich, so wie immer. Und dein Knuffenser spielt da rum mit Lego, baut so ein paar Türmchen neben Thales, ne? Und lehnt sich so ein bisschen an Thales an, weil klar, Thales ist gemütlich, ne? Fett ist schön weich und da kann man sich ordentlich hier reinknuddeln. Und ja, aber was passiert dann, wenn Thales sich im Schlaf umdreht? Dann ist das Knuffenser Matsch. Und dann kann man höchstens noch den Farbstoff verwenden, der da in Knuffenser drin war und irgendwas färben. Aber ansonsten, ansonsten war es das dann. Und deswegen weiß ich nicht, würde ich eigentlich ungern mit deinen Pokémon spielen, weil es eben deine Pokémon gefährdet und die dadurch einfach draufgehen könnten. Und ja, das ist halt so die Sache, ne? Deswegen, ich nehme ja Rücksicht auf dich, ich will dich nicht verletzen, ich will deine Pokémon nicht verletzen. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, man muss ja nicht immer kämpfen, wenn es nicht unbedingt sein muss, ne? Man kann ja auch einfach mal darüber reden, das ausdiskutieren und sagen, okay, komm, wir sind Freunde, ist schon in Ordnung. Und ja, jetzt habe ich dich zugequatscht und konnte dich in der Zeit einfach ohne Probleme besiegen und Thales erreicht sogar noch ein Level. Plus 2 im Angriff, was soll denn das hier, du? Bisschen mehr Angriff würde ich gern haben. Ich war zu ungestüm. Tja, wahrscheinlich hätte ich jetzt zwar eher von meinem Relaxo erwartet, aber egal, weiter geht's. Wenn ich pfeife, kann ich Vogel-Pokémon herbeirufen. Ja, ich hoffe, du kannst nicht allzu viele herbeirufen, denn dann würde das wieder ein ewig langer Kampf werden und es wird ein ewig langer Kampf. Ich meine, okay, für die Erfahrung ist das gut und ich verstehe auch, warum Koga auf so einem hohen Level ist, aber warum? Warum gibt es hier so viele Trainer? Ich will wieder etwas Spannendes erleben, etwas anderes als langweilige Trainerkämpfe, aber... Sagt der Pokémon-Erschaffer. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Wer ist denn der Typ, der die Spiele erfunden hat? Hat es überhaupt eben ein KP abgezogen? Habe ich gar nicht gesehen. Porenta sind wir übrigens zum ersten Mal hier begegnet, ne? Oh, und ein Dodu. Okay. Ein Dodu mit 2 Köpfen. Können wir gleich 2 Kopfnüsse geben. Oh, aber erst kriegen wir eine dreifache Lette ab. Was? Das sollte irgendwie ein Wortspiel mit Triplette sein. Naja. War nicht so gelungen, ne? Ja, der Nachteil ist halt, dass Thales so langsam ist und dadurch immer wieder mal Schaden einstecken muss und auf Dauer wird es halt zu viel Schaden nehmen und würde irgendwann sterben. Das ist so das Problem an Thales. Aber wir sind sogar schneller als ein Taubsi. Immerhin, ne?
Au, das ist tragisch. Ich find's eigentlich eher cool. Na gut. Wer möchte denn jetzt kämpfen? Vielleicht Drake mal. Drake könnte sich ja so langsam mal entwickeln, oder? Kann sich ja so langsam mal in diese Richtung bewegen. Hä? Meine Vögel erschaudern. Du musst wirklich sehr gut sein. Na, immerhin ein paar, die es hier erkennen. Deine Vögel sind schlau, die würde ich gerne haben. Wow! Dodri? Puh, ja, das hätte ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Aber Glut, Alter, Glut zieht doch nicht mal die Hälfte dann ab, oder? Oh, shit! Au, 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 das tut bestimmt ganz schön doll weh. Autsch! Oh, gefroren! Yo! Einfach mal Drake eingefroren. Ist nicht damals Glumanda irgendwie im Anime erfroren fast? Das war richtig traurig, ey. Das war richtig tragisch, Mann. Boah, wenn ich mich daran erinnere, ne? Gänsehaut schon wieder. Gegen wen kämpfen wir? Gegen Dodri. Ah, komm, dann ist Gary der zweite vielleicht schon eine optimale Wahl. Da friert es einfach ein. Gibt's ja nicht. So, Bedroha mindert erstmal deinen Angriff. Dann passt das schon. Solange wir jetzt nicht auch wieder einfrieren, dann geht das alles so halbwegs in Ordnung, ne? Sehr gut. Und jetzt mit, boah, Geheimpower dürfte schon am meisten abziehen, denke ich. Aber es zieht nicht alles ab. Raserei. Mhm. Wow. Hab ich jetzt voll Respekt vor. Und Drachenwut. Das war's dann für das Dodri-Line. Aber das Schlimme ist, da kommen noch zwei weitere Pokémon von dem Kaliber wahrscheinlich. Ein Dodu nur. Okay, da können wir eigentlich wieder wechseln. Ich würde auch Zush gerne mal wieder kämpfen lassen. Oder Smetty. Aber das ist einfach zu gefährlich mit gegen Vogel-Pokémon. Das ist einfach ein bisschen riskant. Und deswegen setze ich jetzt lieber Ferdinand ein. Ich würde auch sehr, sehr gerne Drake halt weiterkämpfen lassen, aber naja, eingefroren, ne? Ist das jetzt nicht so optimal. Und es wäre übrigens ein großer Vorteil, wenn sich Drake langsam mal entwickeln würde, weil wir dann ein Pokémon dabei hätten, das wirklich auch Fliegen beherrscht und wo wir nicht immer zu wechseln müssten. Das wäre schon echt ziemlich gut. So, Furienschlag hat getroffen. Du konntest dich gar nicht mehr vergiften. Ich habe mich gerade gefragt, na, vergiftet sich Dodo? Aber Dodo war ja schon paralysiert dadurch. Ja, noch eine Statusveränderung drauf. Das wäre auch cool, so eine Doppelstatusveränderung. Paralyse, verwirrt und eingefroren oder so. Das wäre doch mal echt krass. Das wäre das Übelste auf Erden. Was wird eingesetzt? Ich habe keine Ahnung. Wir kämpfen einfach weiter. Noch ein Dodo, okay. Das sollten wir ja mit unserem dicken Körper hinbekommen, denn wir Body Slammen uns da jetzt einfach mal drauf und zerquetschen schon alles. Ja. Wir zerquetschen, glaube ich, wirklich die ganzen Beine. Warum sollte Dodo sonst paralysiert sein und sich nicht mehr bewegen können? Macht der Ferdinand schon gut, ne? Oder die Ferdinand? Ist ja weiblich. Es tut mir leid. Level 32, okay. Überall plus 2, bis auf 100 KP. Es ist in Ordnung, nicht gerade gut, aber in Ordnung. Ich lag also richtig. Nein, du nicht. Deine Vögel lagen richtig. Habe ich hier zufällig irgendwie irgendwas gegen Frost? Prunusbeere, ja, die würde auf jeden Fall helfen. Aber die ist eigentlich ziemlich wertvoll. Die würde ich dann eher anpflanzen wollen in Smaragd oder so, weil Prunusbeeren, die können schon echt richtig, richtig hilfreich sein. Haben wir keinen Hyperheiler oder sowas? Gar nichts? Komm schon, hier muss so ein Hyperheiler dabei sein. Ernsthaft nicht? Aufwecker, Paraheiler? Nee, wirklich nicht. Alles, aber für Eis nicht. Das ist doof. Weil ich dich jetzt gerne hätte kämpfen lassen. Okay, dann renne ich kurz zum Pokémon Center. So, und da sind wir wieder zurück. Haben jetzt unseren kleinen Drake geheilt. Und der kann jetzt mal in den Kampf. Auf geht's. Wunderbar, dann kann ich gleich ausprobieren, wie gut die Pokémon sind, die ich getauscht habe. Oh, getauschte Pokémon. Pokémon-Tausch ist echt das Coolste, was es gibt. Aber ich habe jetzt irgendwie gehört, dass das bei der neueren Version wohl nicht mehr ganz so leicht geht, sondern man da irgendwie Geld dafür bezahlen muss. So richtiges Geld. Oh, das wäre echt eine richtig schlechte Sache. Weil ich habe früher einfach das Gefühl gehabt, oh, schlaf, Bruder, jetzt schläft es eben. Drake, meine Fresse, wach auf. Ich habe früher das Gefühl gehabt, dass Pokémon tatsächlich auch so ein bisschen die Absicht hatte. Oh nein, Verteidigung sinkt. Wach auf! Drake, Mann. Das Pokémon dafür da war, um auch tatsächlich so ein bisschen Kontakte zu knüpfen untereinander. Natürlich war es auch eine Verkaufsstrategie, dass es Pokémon Rot und Blau gab und dann zwei, drei Pokémon,
halt nur auf jeweils der anderen Edition waren, dass man sich oftmals beide gekauft hat. Jetzt wach auf und vernichte dieses scheiß Duflor. Ey, ist das schon wieder fast besiegt, ne? Und das gegen Pflanzen-Pokémon. Drake, du musst langsam mal ein bisschen hier, dich ein bisschen steigern, okay? Sonst wirst du in der großen, weiten Welt keine Chance haben. Du musst zu einem Glurak werden. Los, Drake, du musst. No. No. Drake, haben wir jetzt langsam alles durch, außer Verbrennung. Oh, du. Du trägst eine Amarinabea? Okay. Wann habe ich ihm die denn gegeben? Vor wie vielen Jahrhunderten? Aber gut, dass sie irgendwann mal Wirkung zeigt. So, nochmal Miraplatt, das uns wieder paralysieren wird, weil deine Glut einfach nicht ausreicht. Weil du zu schwach bist, Drake. Werd stärker. Entwickel dich. Dann schaffst du es, gegen einen Miraplatt zu kämpfen. Oh, zum Glück hat's nicht getroffen. Wenigstens einmal Glück gehabt jetzt hier. Ah, okay. Gut. Hätten wir die Trainerin besiegt, aber es bleiben noch so unendlich viele, ey. Wir sind im nächsten Part immer noch damit beschäftigt, habe ich das Gefühl. Ah. Ich meine, ich könnte heute auch Überlänge machen, aber den schaffen wir immer noch bei weitem nicht alle. Ich würde sagen, Tal ist wieder nach vorne, ist immer noch eines der Schwächeren vom Level her. Und dann geht's weiter gegen diese Schönheiten hier, glaube ich. Ich trainiere Pokémon, weil ich alleine lebe. Oh, das ist traurig. Und das als Schönheit? Das ist noch trauriger. Ich dachte, da würde einem die Welt zu Füßen liegen. Aber scheinbar ja nicht. Hier hätte sich auf jeden Fall auch nochmal Drake angeboten. Ne? Gegen Pflanzen-Pokémon wäre das schon echt nicht schlecht gewesen. Die Kopfnuss hat auf jeden Fall ausgereicht und jetzt kommt ein Bisa-Knosp und da wechseln wir jetzt auch einfach mal ganz riskant auf Drake. Ich wüsste nicht, was Bisa-Knosp kann, was jetzt so viel abziehen soll. Body Slam oder sowas beherrscht es erst als Bisa-Floor, ne? Von daher sollte das eigentlich machbar sein, hier zu gewinnen. Außer es kommt jetzt wieder Schlaf, Bruder. Es kann Rasierblatt schon. Uiuiuiui. Okay, stimmt. Stimmt, ich war aber irgendwie eben auch bei Ultrigaria und dann so, hä, wieso kann meins denn noch kein Rasierblatt? Und das kann schon Rasierblatt. Aber schon alles klar. Level 33. Na, immerhin, es geht vorwärts. Sehr schön. Auch wenn die Werte jetzt gerade eben nicht gerade Bombe waren, die du dazu bekommen hast. So habe ich es mir aber nicht vorgestellt. Okay. Entschuldigung, dass ich deinen Vorstellungen nicht entsprochen habe. Weiter geht's. Du bist ein schlaues Kind. Dankeschön. Wir haben noch nie ein Wort miteinander gewechselt, aber... Dankeschön. Ich habe das Gefühl, du bist eine Schleimerin. Eine olle Schleimerin. Und dafür werde ich mal meinen schleimigen Kopf gegen den Kopf deines Taubogas rammen. Mit einer Kopfnuss. Und die tut weh, glaub mir. Wenn da so ein fettes Walross auf dich zugehüpft kommt, irgendwie sowas, dann könnte die Kopfnuss schon ordentlich wehtun. Oh, ein Knuddelluft, das ist interessant. Aber Thales hätte auch richtig gut Durchbruch besitzen können als Attacke, ne? Das wäre auch richtig vorteilhaft gewesen. Vielleicht vorteilhafter als bei Dings. Oh nein, Charmbolzen. Echt jetzt? Und Gesang. Ah, wie ich es hasse. Am besten ist es jetzt, glaube ich, einfach zu wechseln. No, wir können Schnarcher. Stimmt ja. Wir können ja angreifen, selbst im Schlaf. Gut, dass ich das weiß. Schläft tief und fest und setzt Schnarcher ein. Sehr schön. Hat sogar gereicht. Oh, da habe ich jetzt fast nicht mehr dran gedacht. Sehr gut. Wunderbar, Thales. Level 32. Ich sollte mich auf jeden Fall gegen Pummeluffs und Knuddeluffs kämpfen lassen. Und du siehst so süß aus. Oh, da macht sie sich wirklich an uns ran und schleimt umher. Na gut, ich würde sagen, an dieser Stelle reicht es dann für den heutigen Part. Wir werden hier im nächsten Part gegen diese Rockerbande weiterkämpfen und gegen all die anderen Trainer. All die anderen 100.000 Trainer. Ich fühle mich etwas überfordert. Warum kann ich keinen Teampartner haben, der mir hier mithilft, die Welt zu säubern vor Trainern? Dann gibt es auch noch den Kampffahnder, ne? Könnte man auch noch 500 weitere Male trainieren. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Ansehen, vielen Dank fürs Bewerten. Bis dann. Tschüss!